Okay, wir sind Baldurs Morgen und es geht weiter. Naja, etwas weiter. Scheiße, das passiert, wenn man da reinfällt. Man kommt in dieser Röhre hier raus. Sei froh, dass ich die Speedrun-Taste habe. Aber hey, ich spiele jetzt mal hier so. Nicht bei solchen Scheißblöcken. Okay. Zack. Pilze mal 3. Hey, hurra, wir sind gut. Ne, sind wir eigentlich nicht. Zum Glück kann Mario so hoch springen. Ach ja, das sind Hämolidenblöcke oder sowas. Das ist ein Speicher-Hämolidenblock. Ja, ich hätte da jetzt noch dran speichern können, aber keinen Bock gehabt. Hey, loslassen! Also wirklich, loslassen! Dieses Kanal hat eine Dame. Eine Dame. Ja, jetzt erfahrt ihr das schreckliche Geheimnis. Das ist ein Sie. Ja, ja, wir retten dich schon. Naja, irgendwie. Hoffe ich mal. Irgendwie werden wir dich schon retten. Hallo? Ich bin ein wandernder Hämoglobin. Oder Globin hießen die. Ich kann dir etwas beibringen. Hämorrhoiden, Hämoglobin. Mhm. Stell dich auf diese Röhre, drücke unten, bla 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 bla. Ja, klar. Also los. Ja, wird getan, kein Problem. Wahoo! Yeah! Tolle Röhren. Erinnern mich irgendwie gar nicht auf sie aus dem Pilzkönigreich. Also Mario und Luigi haben schon viel erlebt. Oder zumindest Mario, aber dass jetzt Mario nochmal Bowsers Körper von innen sieht, ne? Achso. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Aber hey, wir haben sie befreit. Und damit können wir eigentlich weitergehen und dann schleiche ich wieder mit dem Wasserfall über das ganze Let's Play lang und wir werden ja wieder auf niedrigen Level den Boss besiegen. Ja, bla bla bla. Ein Gegner. Let's go! Das überspringe ich jetzt mal ein bisschen. Oh yeah, ich liebe die Musik. Die ist so geil. Und jetzt. Oh yeah. Naja. Ich cutte mal kurz. Wenn der Stern jetzt anfangen tut zu labern. Naja. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob's so besser ist. Ich versuche jetzt mal gerade eine andere Einstellung. Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit Camtasia aufnehme, dass das Spiel noch ein bisschen langsamer läuft als sonst. Aber hey, solange ich die Speed-Taste habe, kann gar nichts schief gehen.
Mexiko. Naja. Ah, warte, lass mich mal auf den Gegner springen. Zack. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ich hab's fast geschafft. Aua. Okay, es wird ein kunterbuntes Let's Play. Oh yeah. Alter, wenn ich das Let's Play fertig habe, will ich das Spiel nur noch rauf und runter zocken, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Ja, das sind so. Dieses Spiel macht echt einen süchtig danach. Scheiße! Aua. Scheiße. Okay, nie wieder Speed. Okay. Blum, blum, blum. Ach, die sind ganz praktisch. Ich bin ein freundlicher Globin. Ich heile Reisende, wenn sie Bedarf haben. Cool. SP bedeutet Spezialpunkte. Die brauchen wir für Spezialattacken, die auch bekannter, besser bekannt als Brüderattacken sind. Mein Gott. Leute, ich könnte jetzt eine Sache ausprobieren, aber ihr werdet mich dafür vielleicht hassen. Und zwar sehen wir uns gleich an dieser Stelle wieder. Bis gleich. Ihr denkt euch jetzt sicherlich, wo ist denn bitte schon der weiße Strich in der Mitte? Den habe ich entfernt. Ihr denkt euch, die Musik läuft schon flüssig, es sei denn, ihr habt ein Gewicht auf diese Taste gestellt. Falsch. Seht ihr irgendwie, dass es laggen tut oder so? Nein. Ich riskiere jetzt meinen verdammten Arsch, weil ich spiele jetzt auf einem anderen Emulator. Aber da schwebt permanent die Gefahr, dass die Save-Datei verschwindet. Einfach so. Deswegen werde ich permanent mit dem anderen Emulator mitspielen. Also offscreen. Und falls es dann einmal passieren sollte, muss ich auf den anderen zurückschalten. Ach ja, und später kommt hier ein kleiner Bug. Also den gibt es noch auf dem Emulator. Und zwar, wenn man später die Hämmer erhält, danach, wenn man in einer ganz bestimmten Stelle im Spiel ist, kommt so ein Bug, dass wenn man auf die Hämmer wechselt, dass die Tasten noch nicht so reagieren werden. Aber freut euch schon mal, dass ich mich jetzt traue, so einen Scheiß zu machen, obwohl permanent die Gefahr steht, Tastenbug und Save-Datei verschwendet. Aber ihr merkt schon, dass der Kampf ein bisschen flüssiger läuft, was für mich auch ein paar Vorteile hat. Guck mal auf Luigi. Das ist voll witzig, wie er es macht.